TV Straßensound. Manchmal komme ich mir in dieser Szene vor wie Gandalf. Neben Frodo. Ich habe am Steißbein hab ich einen kleinen Delfin. Willst du noch internationaler haben? Der eine ist Tamile, der andere ist Kurde aus Irak, der andere ist Kurde aus der Türkei, der andere ist Marokkaner. Jo, hallo nochmal zu TV Straßensound, wieder mit Summer Jam. Wir haben eure Fanfragen bekommen. Wir haben das Foto gepostet von Summer Jam und haben knapp, es müssten über 200 Fanfragen innerhalb von 10 Stunden bekommen. Ist gut. Die wir jetzt alle stellen werden. Nein, ich war. Die Fanfragen sind eigentlich ganz gut. Ich stelle dir kurze und knappe Fragen und gib uns am besten eine kurze und knappe Antwort. Der ymarsk.de fragt, bringt er auch mal was auf Türkisch? Hab ich schon. Hab ich schon, kommt auch bestimmt nochmal, aber jetzt so im Großen und Ganzen habe ich ja viele deutsche Fans, das wäre einfach denen gegenüber jetzt auch nicht so cool, aber ich glaube, der Ömer versteht auch Deutsch. Von daher. Aber ich mache bestimmt nochmal was Türkisches, mit Sicherheit. Alles klar, der Islam Mangal fragt, wann macht ihr NRW 3 mit Farid und Fahrt? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich glaube, wir machen es am 30. Februar. Nächstes Jahr kommt es raus. Okay, also merkt euch den Termin. Der Ramin Dadasch fragt, was bedeutet Anti-Garante? Anti-Garante. Dass man garantiert Anti ist. Okay. Der Raphael Stanislav Pasternok fragt. Bester Name, Alter, erstmal so. Okay. Beef mit Zilla, Vergangenheit und Zukunft. Du bist kein Beef, Alter. Die Leute, es gibt keine Leute, die mit mir Beef haben. Die gibt es nicht mehr, wenn ihr wisst, was ich meine. Alles klar. Und die Frage wurde gerade im Interview eigentlich schon beantwortet. Der Mohammed Hassan fragt, wieso ist Hamad 45 nicht auf seinem Hack-Album drauf? Hier war der letztens eine Shisha qualmen. Hamad ist auch so ein sehr guter Freund von mir und diesmal, wir sind einfach nicht dazu gekommen, aber ich habe einen anderen sehr, sehr schönen Song mit ihm gemacht für sein Album. Vielleicht ist er beim nächsten Mal drauf. Wir sind jetzt, dadurch, dass wir so befreundet sind, sind wir jetzt nicht so eine Sachen am Plan, aber könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Er ist auf jeden Fall einer der Typen, die ich sehr stark feiere. Alles klar. Der Ur Escobar fragt, von welcher türkischen Mannschaft bist du ein Fan? Galatasaray oder Fenerbahçe? Wird es eine Autogrammstunde in Köln geben? Ist so geil, was wenn ich jetzt gesagt hätte, Beşiktaş. Wir haben ja nicht nur Galatasaray oder Fenerbahçe. Es gibt ja mehrere. Ja. So, Beşiktaş ist auch eine große. Aber ich bin Fan von Fenerbahçe. Okay. Musste ich, bin gezwungen worden und irgendwann hat das Herz auch gesagt, Fener. Beşiktaş, Fenerbahçe oder Galatasaray, ein wahrer Türke, ist nur Fan. Von einem Fußballverein. Aus welchem Song war das nochmal? Die Bestrafung? Ich kann nicht mehr. Die Bestrafung, ja. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß gar nicht mehr, Alter. Aber da merkt ihr, dass der Summer sich schon mit der Thematik öfter mal auseinandergesetzt hat. Und ich merke, dass du auf jeden Fall auch schon sehr früh Sachen gehört hast. Ja, sehr gut. Hast recht. Der Armin Ganic fragt, wann kommen die Kopfhörer auf den Markt? Also die Dinger, die wir auch gepostet haben. Du hast ja ein Foto. Ach, so ein Banger-Kopfhörer, also SMS-Audio. Das weiß ich gar nicht. Die sind auf jeden Fall, wir waren noch letztens auf der Messe für SMS-Audio. Ich weiß nicht, wann die rauskommen, aber ich rate dir, hol sie dir, weil jetzt ohne jetzt irgendwie so ein ekelhaftes QVC-Gelaber oder so, sind echt gute Kopfhörer. Ja. Echt. Der Metehan Eren Aytaç fragt, wie groß bist du? Ich bin 1,90. Man möchte es nicht glauben, aber wenn ich mich so aufrecht mache, dann bin ich wirklich 1,90. Ja. Manchmal komme ich mir in dieser Szene vor wie Gandalf, neben Frodo. Manchmal komme ich ins Studio und da hat ein anderer Rapper aufgenommen und ich muss erstmal fast so knapp über dem Boden ich das hochtun und ich kriege irgendwann einen Hexenschuss. Alles klar. Der Yilmaz LHG fragt, mit wie vielen Jahren haben dich deine Eltern beim Rauchen erwischt und hast du Schläge bekommen? Die Jugend fragen. Hast du Schläge bekommen, Alter? Ich habe gefragt, was für Schläge hast du bekommen? Nicht hast du Schläge bekommen, hast du mit Gürtel oder ohne Gürtel bekommen, aber nicht hast du Schläge bekommen. Ich habe das erste Mal, bin ich mit 14 erwischt worden. Und ja, ich bin in der Türkei erwischt worden und mein Vater ist eigentlich, hat nicht immer für jede Scheiße gehauen, aber für Zigaretten hat er gehauen. Okay. Der Faruk Hashimi fragt, hat das Parfüm aus der Türkei wirklich so schlecht gerochen? Boah, Alter, das Parfüm ist das Beste, was ich habe. Da hat der Farid, hat da nur simuliert. Der hat sich das gleiche auch gekauft gehabt und ich benutze es immer noch.
Und es hält wirklich lange, es hält so zwischen 5 und 6 Minuten. Kurz vorm Date. Genau. Aber da es so günstig ist, kannst du immer wieder nachmachen. So. Okay, alles klar. Der Faruk Hashimi fragt nochmal, wann hast du das letzte Mal jemandem was ausgegeben? Gestern. Nee, ich weiß gar nicht. Der Skorpion lässt es nicht zu, Alter. Ausgeben ist leider nicht drin. Ich bin eher so der Typ, der sich gerne einlädt. Bei anderen. Alles klar. Kommt cooler. Dann im Anschluss eines Konzertes könnt ihr gerne mal dem Summer etwas ausgeben. Genau. Warum nicht? Der Emre Du Weißt fragt, gibt's die Hack Snapbacks bald irgendwo zu kaufen? Ja. Ist das eine Hack Snapback oder was? Das ist keine Hack Snapback, hier steht ein Schirmer drauf. Ah, okay. Und das ist von Le Faster Young, aber Hack Snapback gibt's schon die ganze Zeit zu kaufen, mein Bester. Und zwar unter www.hacktheworld.de. Da sämtliche Klamotten, die ich so immer anziehe, mit diesen geilen Sprüchen und so, gibt es da auf jeden Fall. Und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Der Faris Fernando fragt, wie ist sein Verhältnis zu Kurdo? Sehr gut. Kurdo ist wie ein kleiner Bruder für mich. Das ist wirklich ein sehr, sehr lieber Junge. Und ich kenne ihn nicht so lange, aber das, was ich von ihm so gesehen habe, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als Künstler auch, yeah. Das sowieso, das ist eh schon erstmal die Voraussetzung, aber auch menschlich gesehen, sehr gut erzogen. Okay. Der Ibrahim Aljelken fragt, hast du mal vor, irgendwann mal zu heiraten? Ja, aber so eine Hochzeit kostet doch viel. Ja. Deshalb, ich muss erstmal gucken, dass der Skorpion hier langsam mal stirbt, der Hurensohn, Alter. Sonst wird das nichts mit der Hochzeit. Oder die Frau muss das bezahlen. Okay. Aber das ist ja bei unserer Kultur, ist das ja leider nicht drin. Du kriegst keine Frau, gibt dir keine seine Tochter. Das kann echt so gut sein. Der Jalal Baisin fragt, Summer, kannst du dir Badja 2 vorstellen? Dieses Feature mit der indischen Hochzeit. Vorstellen kann ich mir alles, aber ich weiß halt nicht, warum die Leute immer Teil 2, Teil 2, Teil 2, Teil 2. Ich finde immer Fortsetzungen, entweder kommen die, ne? Oder so, man kann es nicht planen, man kann das nicht erzwingen, weil sonst ist es halt nicht so, sonst kann das kein prägnanter Song sein. Okay. Der Dia Yadel fragt, du und Casey, Kollabo, meinst du nicht? Fragezeichen. Werde ich sehr oft danach gefragt und gebeten. Ist halt so eine Timing-Sache, ansonsten vom Typ her, musikalisch gesehen, bin ich mit ihm voll auf einer Wellenlänge. Ich mache auch sehr, sehr übertrieben gerne mit ihm Musik. So menschlich gesehen auch, das ist so wirklich, den habe ich so krass in mein Herz geschlossen, ja. In der kurzen Zeit, da mit ihm würde ich nicht Kollabo, mit ihm würde ich, weiß ich nicht, würde ich Häuser kaufen, aber man muss halt gucken, ob das zeitlich passt, so. Ja. Ansonsten steht da wirklich nichts so im Wege, ist jetzt nicht wegen irgendeiner anderen Sache, weil ich mich nicht mit ihm verstehe oder so. Okay. Gucken wir, was die Zukunft uns zu bieten hat. Der Ahmad Nureddin. Bruder, was sind das für Leute? Ja, das ist echt Alter. Nur Ausländer bei TV Straßenzaun. Das ist der richtige afghanische Trainingscamp hier. Nur die Spezialisten, Alter. Wird wieder so viel Autotune benutzt. Soll das heißen, ja. Guck mal, erstmal, es wird gar nicht bei meinen Alben so viel Autotune benutzt, wie die Leute das darstellen. Es ist dann immer so ein, zwei Songs. Und es ist manchmal mehr Gesang. Aber bei dem Album ist halt nicht so viel Gesang, aber ich finde auch das Feedback, was ich bekomme, ist eigentlich so, dass 90% der Leute sich so eine Sachen wünschen, aber 10% der Leute so krass dagegen rebellieren, weil irgendeiner mit dem Rucksack ansagt, boah, ey, das ist voll scheiße, das ist voll unreal, Alter. Warum ist da jetzt nicht so ein 90 BPM New York Beat und warum rappt der da nicht einfach straight drüber? Ich mach's auch. Gerne, aber ich kann das nicht so auf meine ganze Karriere lang so durchziehen. Das ist mir einfach zu unmusikalisch. Ich bin einfach ein musikalischer Typ. Und ab und zu, wenn ich was höre, einen Beat höre und mir sagt der Beat gerade, okay, ich brauche jetzt gerade hier eine gesungene Hook, dann muss eine gesungene Hook her. Yeah. Der Tariq Atta, wieder so ein Terroristenname, sorry. Bist du tätowiert? Ja. Grüß an Tariq, sorry. Ich habe am Steißbein, habe ich einen kleinen Delfin
der so von meiner linken Arschbacke zu meiner rechten Arschbacke springt. Und sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Nee, Spaß. Ich habe Namen von meinen Eltern tätowiert. Der Herbie Boy fragt, kann man... Und nicht am Steißbein, ne, damit ihr kleinen Spruchtels jetzt hier nicht spekuliert. Der Herbie Boy fragt, kann man VIP-Tickets für das Konzert in München gewinnen? Also wird es VIP-Tickets bei dir auf der Tour geben? Gewinnen nicht, aber du kannst... ich verkaufe die privat an dich, dann bist du VIP. Tust mir noch ein Fufi so nebenbei. Spaß. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, mit dieser Veranstaltung, die Leute fragen immer, ab wie viele Jahre kann man da das machen? Kommt das auch? Gibt es da VIP-Plätze? Ich habe keine Ahnung, Alter. Okay. Es sind immer lokale Veranstalter und das variiert halt. Die haben ihr eigenes Ding, so wie die das machen. Der Event im Link ist unten in der Beschreibung und check das einfach mal selber ab. Yes. Oguzhan Çelik Bilek fragt, ist Echo auf deinem Album drauf? Ja, natürlich. Alles klar. Der Cedric Zocker fragt, ist Kollege auf deinem Album vertreten? Nein, ist er nicht. Okay. War auf meinem letzten Album drauf und nein, ich habe keinen Streit mit ihm. Im Gegenteil, ist mir ein sehr sympathischer Kerl und einer der Künstler, die ich auf jeden Fall sehr krass respektiere für das, was sie geschafft haben. Aber ist einfach nicht dazu gekommen. Okay. Der Theoman Jaylan fragt, Summer, kommst du mal nach Stuttgart in die Rebel Lounge? Also in die Shisha-Bar von Casey. Nein, extra um den Casey zu ärgern, doch klar. Okay. Ich habe auch jedes Mal ein schlechtes Gewissen, um ehrlich zu sein, wenn ich die ganzen Leute sehe, die da schon waren und Bilder posten. Ich hätte eigentlich einer der Ersten sein müssen, die da hinkommen. Aber er weiß es auch, ich sage es ihm auch immer wieder. Ich hatte wirklich nicht die Zeit. Und um das nochmal so richtig festzulegen, mein Cousin, mein Lieblingscousin, der wirklich ist wie mein Bruder, der hat auch ein Kind bekommen und er wohnt so 50 Kilometer von der Rebel Lounge entfernt und ich konnte nicht mal das Kind besuchen. Also so krass bin ich jetzt gerade im Stress, aber ich werde beides in einem Abwasch machen und werde mir ausgiebig Zeit lassen. So, ich werde, glaube ich, dann auch da pennen und werde dann vielleicht sogar 2-3 Tage in der Rebel Lounge einfach wohnen. Warum nicht? Er wohnt der Casey jetzt in Stuttgart? Man munkelt, Alter. Okay. Alles klar, machen wir noch die letzte Frage. Wir nehmen mal... Okay, nehmen wir eine freundliche Frage. Der Ferdas El Hamdani. Hast du täglich Kontakt zu deiner Familie in der Türkei? Liebe Grüße. Ihr werdet es nicht glauben, ja. Meine Oma ist nämlich die übertriebenste Stalkerin. Okay. Die ist so eine krasse Stalkerin, die weiß sogar, glaube ich, dass ich jetzt gerade in Düsseldorf bin und nicht zu Hause bin. Die Familienbindung bei mir ist auf jeden Fall krass. Bei meiner Familie so. Meine Mutter telefoniert mit ihrer Mutter wahrscheinlich so 5-mal am Tag. Wirklich so. Okay, die telefonieren beim Frühstücken, die telefonieren einfach so mittags, abends vorm Schlafen gehen und hast du nicht gesehen. So, das sind so richtige Familienmenschen. Wohnt deine Familie immer noch in Malatya, war das, glaube ich? Nee, die wohnen, also wir kommen ursprünglich aus Malatya. Okay. Ich habe da auch Familie. Aber die meisten sind dann irgendwann nach Istanbul gezogen. Okay. Also die meiste Familie ist in Istanbul und ich habe natürlich auch hier in Deutschland viele Tanten, Onkels. Okay. Alles klar. Sonst noch irgendwas, Bruder? Oh, wir haben noch Bankadresse, 30 Fragen, ey, keine Ahnung. Willst du noch ein, zwei hören oder reicht das für heute? Gibt es ein internationales Feature auf dem Album Bubba, The Game, DMX oder sonst wo? Bei mir ist international. Was willst du noch internationaler haben? Der eine ist Tamile, der andere ist Kurde aus Irak, der andere ist Kurde aus der Türkei, der andere ist Marokkaner. Bruder, internationaler geht's nicht. Von daher, begnügt euch mal mit dem Paket, was ich euch gebe. Ja, und die restlichen Fragen könnt ihr aber dann auf der Tour stellen. Ich bedanke mich für die Fanfragen. Und das nächste Mal, wenn ihr Fanfragen stellen wollt, einfach mal Facebook, TV Straßensound liken und für die nächsten Interviews die Fragen stellen. Wir sind raus. Bang, bang. 100 Bars, die Reise zum Mars. Ich weiß, ihr wart alle von Zweifeln geplagt. Ich wollte machen Detox und dann als Untertitel, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich war in Vegas zocken und hab dort Kollegen getroffen. Zu Kurdo, wie ist der Kontakt entstanden? Ich sag dir. Kurz darauf hat der Zilla ein Video gemacht und meinte so, ja, ich höre auf zu rappen, wenn Summer Jam abnimmt. Meine Diät beginnt ab dem Tag, wo er das nicht mehr hat. Also Farid ist ja natürlich ein Unikat, Alter. Das ist alles andere ist ja nur Abkehr. Schon unsere Väter waren schon Scorpion Kings. Die waren schon eigentlich Scorpion Kaiser. Der duscht sich und spült gleichzeitig, sagt er.
feel it too. No, no. Bam, 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 bam.